Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part Minecraft und wir sind weiterhin lost auf dieser Insel und sind gerade dabei, den Schatz auszugraben, der irgendwo hier sein muss. Ich bin mir sicher, er muss hier irgendwo sein. Das kann doch nicht sein, dass er nicht so da ist. Und wenn ich den ganzen Strand umgraben muss, ich will diesen Schatz. Ah. Warum will ich eigentlich einen Schatz haben? Mein größter Schatz liegt im Schlafzimmer und schläft. So, na komm. Das kann nicht sein. Ich habe übrigens nachgeschaut, wie tief die sind. Also sie sind schon recht tief. Es kann sogar sein, dass es hier unter einem Sandstein vergraben ist. Aber es kann nicht sein, dass der so übertrieben tief ist. Es kann auch sein, dass sie hier ist. Keine Ahnung. Nee, hier ist schon viel zu tief, ne? Nee, das ist schon viel zu tief. So tief liegt kein Schatz. Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Ich suche ihn doch gerade. Gold Roger, jetzt halt die Schnauze. Nee, hier ist auch nichts. Alter, soll ich hier den ganzen Strand sprengen oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Nee, das bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Oh Gott, ich wäre so ein schlechter Pirat, wenn ich nicht einmal den Schatz bei dem X ausgraben kann. Ich finde keine Höhle, ich finde den Schatz nicht, selbst mit einer Schatzkarte. Das kann doch nicht wahr sein. Weg mit dieser Erde da. Aber immerhin sammeln wir dadurch ein bisschen Sand. Oh Mann, ey. Ich hätte schon gern diese Sachen hier, diese Verzauberung, die kann man ja, ich glaube von dem Amboss kann man sich die rausholen. Deswegen werde ich die jetzt mal nicht benutzen. Wir brauchen eine neue Schaufel. Warum das wohl ist, dass wir eine neue Schaufel brauchen, woran könnte das bloß liegen? Scheiße, ey. Der Schatz, der Schatz. Herrschaftszeiten. Liegt er da im Wasser oder was? Oder hier? Im Wasser. Keine Ahnung. Aber da ist nichts. Ey, ne, ihr könnt mich jetzt für blöd halten, aber da ist... Ich sehe keinen Schatz. Wie tief ist denn der? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Kleinen Moment. Das Problem ist dieses verdammte Wasser. Das müssen wir jetzt irgendwie... So, wir haben ja hier Sand. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Das ist das Gute an Sand. Das Problem ist das Wasser. Das geht mir auf die Nerven. Deswegen werde ich jetzt hier alles abgrenzen. So, eins noch. Hier liegt ja sowieso genug Sand, also von daher... Und letzten Endes ist dann nichts drin in dieser Kiste mit dem Schatz. Ich sehe es jetzt schon kommen.
Warte, was ist das? Achso, das ist nur so Buschzeugs. Naja, so ein kleiner Urlaub am Strand. Ist auch nicht schlecht. Was sind das für Tiere? Was quietschen da so? Quietsch, quietsch. So, jetzt muss man irgendwie das Wasser wegkriegen. Mist. Ach, da schwemmt es ja auch noch rein. Hab dich. Genau dann, wo ich den alles umgegraben habe. So, was haben wir denn da? Gebratener Kabeljau, TNT, Trank der Unterwasseratmung und viele Goldbarren und Eisenbarren. Und was ist das? Herz des was? Ich sehe es nicht. Herz des Meeres. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir einfach mal alles mit. Da. So, jetzt müssen wir irgendwie Platz machen. Das brauchen wir nicht. So, weg mit dem Mist. Hier. TNT. Können wir eigentlich da lassen. Kabeljau. Lachs. Ich habe keine Ahnung, ob das wertvoll ist. Feuerzeug brauchen wir auch nicht. Den Trank. Ich weiß nicht, was ich damit machen will. Ich meine, wir haben ja sowieso Unterwasseratmung. Von daher lassen wir das einfach mal drin. So, ja, das war der Schatz. Aber das ist doch nicht genau auf dem X, oder? Ja, ist ein bisschen unterhalb vom X. Naja, gut. So viel dazu. Jetzt haben wir endlich das, was wir haben wollten. Wollen wir schnell nach Hause gehen? Ich meine, wir haben so viel Krempel gesammelt. Wir haben zwar nicht das gesammelt, was... Wir waren zwar nicht in der Höhle, aber ein bisschen Eisen haben wir doch sammeln können. Ich glaube, wir gehen mal kurz nach Hause und dann gehen wir wieder auf den Weg. Einfach mal kurz Rohstoffe reinlagern. Gut, dann folgen wir mal den Kompass in diese Richtung hier. Vielleicht finden wir ja noch andere Orte, keine Ahnung, vielleicht eine Unterwasserfestung oder sowas. Jetzt, wo wir hier schon am Meer sind. Was ist denn da hinten los? Achso, das ist wieder so Korallenriff, ne? Ha! Wölfe! Wölfe durchstreiten das Land, my Lord! Die Bauern sind besorgt! Ja, toll. Erst hier so schöne Strandlandschaft, Hintergrunddingensen. Und jetzt auf einmal. Uhus, was ist das da hinten? Da leuchtet es. Seht ihr das Leuchten? Schauen wir mal, was da ist. Hoffentlich nichts Böses. Oh Gott, ein Schaf. Und Schweine. Jesus Maria. Oh nein. Und Kürbisse. Jede Menge Kürbisse. Bloß wir haben gerade keine Verwendung dafür. Oder wollen wir einen mitnehmen? Haben wir was, können wir denn wegschmeißen? Ich glaube, diese Eisenspitzhacke brauchen wir nicht. Nee. Wir schmeißen. Was schmeißen wir denn weg? Sandstein. Dann nehmen wir mal einen Kürbis mit. Uns keine böse Überraschung widerfährt. Ja, alles wird gut. Alles wird gut. Da hinten ist auch schon wieder ein Leuchten. Die ganze Insel ist von leuchtenden Objekten umkreist. Hier ist eine Höhle. Aber natürlich wieder mitten im Wasser. Warum sind die Geister in Höhlen im Wasser?
Seht euch das an, das wäre so eine geile Höhle, wäre die auf Land. Ach Mann. So. Okay. Mal sehen, was das ist. Okay, es ist irgendein Objekt. Also es ist nichts Natürliches. Das ist irgendwas. Ui. 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 Alter. Hab ich's doch gewusst. Ein Unterwassertempel. Noch nie habe ich so etwas gesehen. Ist es gefährlich? Auf jeden Fall sehr komische Blöcke. Aber wo ist hier der Eingang? Das ist eine Riesenstruktur. Wahnsinn, wer baut denn sowas? Und das mitten im Wasser. Da scheint der Eingang zu sein. Hallo? Ist hier jemand? Also ich habe noch nie so einen Tempel gesehen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Hoffentlich keine Fallen oder sowas. Immer sowas gebaut hat. Respekt. Mein allergrößten Respekt. Das ist aber auch schön, wie die Landschaft, wie die Musik sich der Landschaft etwas anpasst. Oh Mann, hier ist alles sehr verwinkelt. Und die Chance, sich zu verlaufen, ist äußerst hoch. Aber zur Not können wir uns einfach rausgraben. Aber ich will diese Struktur nicht anfassen, die sieht so geil aus. Naja, graben wir uns mal hoch. Okay, hier geht's raus. Was ist da hinten? Da leuchtet doch auch wieder was. Achso, das ist der Mond. Können wir mal schauen, was hier an der Spitze ist. Wenn wir uns hier reingraben. Ah, schöne Musik.
kriege ich echt Lust, irgendwie komplett umzuziehen und irgendwie an Meer eine Bude zu errichten. Hier gibt es, glaube ich, nichts viel, ne? Außer, dass dieser Tempel ziemlich schön aussieht. Finde ich jetzt hier nichts Besonderes. Keine Schätze oder sowas. Vielleicht müssen wir hier runter. So, graben wir uns mal hier runter. Okay, hier ist Sand. Hier geht es nicht weiter. So, hallo, ist hier jemand? Nobody is inside here. Aber die leuchtenden Blöcke, die könnten wir eventuell mitnehmen. Aber ich lasse sie mal da, weil ich finde es zu schade, wenn wir die jetzt abreißen und mitnehmen. Weil der Tempel, der sieht so schön aus. Ich will da nichts abreißen. Okay, gehen wir noch ein Stockwerk weiter höher. Was ist denn hier? So eine Riesenhalle. Hier muss auch was sein. Vielleicht hinter diesem Steinsgewusel da? Nee, hier ist nichts. Aber das sieht mir... Was ist, wenn wir hier außen rumschwimmen? Ja, hier waren wir schon. Wir laufen im Kreis. Ja gut. Scheinbar... Was ist denn das hier? Probieren wir es mal mit der Schaufel. Was ist denn das für ein Block eigentlich? Ist das ein Schwamm oder sowas? So ein Wasserschwamm? SpongeBob, bist du das? Was ist denn das für ein Block? Ich kenne diesen Block nicht. Nasser Schwamm. Wusste ich doch, das ist ein Schwamm. Ich habe SpongeBob gefunden. SpongeBob, wo ist Patrick? Toll. Also der Schwamm, der dichtet hier nur was ab. Aber mehr macht er nicht. Ja gut, gehen wir hier raus. Ich finde hier scheinbar nicht mehr. Kann sein, dass es hier vielleicht einen Schatz... Wir können einfach drunter schwimmen. Ist ja lustig hier. Hui. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja gut, aber ich gehe jetzt hier raus. Ich glaube nicht, dass ich noch was finde. Aber sowas zu finden war schon ganz schick. Und aufregend und spannend. Und ist mal was anderes, als die ganze Zeit hier in unserer Bude zu verharren, ja. Wir erleben ja kaum was. Aber ist das nicht so mit dem Leben? Ich meine, im Prinzip ist das ganze Leben wie Minecraft. Man sitzt immer nur in seiner Base. Tag ein, Tag aus macht man immer nur das Gleiche. Und kommt nicht so wirklich raus. Und wenn man mal rauskommt, dann ist es einfach schön. Es sind die Erlebnisse, die das Leben was zu was Besonderem machen. Und gut, aber ich habe jetzt genug von dem Leben, ich will hier raus. Erst mache ich einen Philosoph und dann... Na komm. Ja, also. Also, war nett, dich gesehen zu haben, Tempel. Aber was ist da hinten eigentlich? Da hinten ist ja auch so ein Leuchten gewesen. Ist das auch ein Tempel? Ich glaube, der war ja hier hinten, ne? Wir kommen ja von dieser Insel hier. Das heißt... dass hier drüben noch ein Tempel sein muss. Alter, das sieht einfach zu heftig aus.
Oh, schön. Also sowas mag ich, wenn man so Strukturen findet, ja, und die dann erkundet. Sowas liebe ich in Minecraft. Oh, und jetzt hier durch dieses Seetang hier drüber. Hallo Oktopus. Blob. So, wir wollen dahinter hin. Ui, was sind das? Sind das Goldfische? Ach ja, aber seht ihr, das wäre uns alles entgangen, wenn wir nicht beschlossen hätten, uns unter Wasseratmung zu geben, ja. Klar, wir hätten uns auch natürlicherweise Tränke machen können, aber ehrlich gesagt ist mir das zu blöde, da ständig irgendwie was zu brauen. Und letzten Endes brauchen wir dann wahrscheinlich irgendwelche Mo NPC oder Mob-Materialien. Und ich habe keinen Bock auf Mob-Kämpfe, deswegen, ja. Wir haben uns quasi alles in Gang. Alter, was ist denn das schon wieder? Ey, hier sind so viele geile Klippen. Warum gibt es das nicht auf der Oberwelt? Alter. Seht euch diese Klippe an. Meine Güte. Da, wenn sowas in der Oberwelt geben würde. Oh, aber wir finden leider sowas nicht. So, ach, da ist was, seht ihr? Ich glaube, das ist wieder so ein Tempel. Kann es sein, dass diese Tempel gar nicht so, so selten sind? Da seht ihr da. Ein weiterer Tempel. Was ist da unten? Irgendwie ein Leuchten. Oh. Gehen wir erstmal hier runter, bevor wir in den Tempel reingehen. Leuchten. Leuchten. Okay, hier ist nichts. Okay, ja, wobei. Gehen wir mal da runter. Ey, warum gibt's sowas nicht in der Oberwelt? Sowas nervt mich. Überall geile Höhlen, bloß alles unter Wasser. So, hier ist noch ein Tempel. Was ist denn da außen? Alter, das sind auch so Strukturen. Hier, so. Alter. Was man nicht alles erlebt in Minecraft. Ui, da sind Kisten, seht ihr? Okay, irgendwelche. Sind das Sandsteine oder Hieroglyphenblöcke? Keine Ahnung. Wow. Ah. So, ich hoffe, da ist keine Falle oder sowas. So, was ist denn da? Noch eine Schatzkarte. Alter. Erstmal die Kohle mitnehmen. Achso, wir haben schon maximal an Kohle. Das Fleisch braucht man nicht. Das Weizen, die Steinaxt. In der Haupthandel braucht man nicht. Schatzkarte können wir mal schauen. Wir haben noch eine alte Schatzkarte. Nehmen wir mal den Bruchstein hier. Gut, wo ist ein anderer Schatz? Warte, das ist doch die gleiche, die wir schon kennen. Ja, das ist die gleiche Schatzkarte, die wir schon kennen. Seht ihr? ja, eine Schatzkarte für alles. Ja, gut. Ich glaube, die gleiche brauchen wir nicht mehrmals. Halt, warte, war das die richtige? Nee, das ist die andere. Dann lagern wir die einfach mal rein. Sorry, den Schatz haben wir uns schon geholt. Gibt es hier noch irgendwelche Kisten? Da drüben vielleicht? Warte mal, das müsste aber auch bedeuten, dass bei dem anderen auch irgendwelche Kisten waren. Wollen wir nur mit zurückschwimmen? Nee. Nee, nee, lassen wir mal. So, dann schauen wir mal in diesen Tempel rein. Okay, der geht hier etwas gerader als der andere.
Okay. Hier geht er nach links. Gehen wir mal nach links. Hier sind Wasserstellen zum Atmen. Hier sind lauter Wasserstellen zum Atmen. Okay, jetzt geht's hier weiter, aber wo geht's da lang? Hier sieht aus wie Sackgasse. Geht's hier hoch? Nein. Okay, dann gehen wir da lang. Da nicht hier hoch. Hier ging es auch runter. Bloß hier ist nichts. Hier waren wir, ne? Naja, hier ist alles Sackgasse. Oh Mann, jetzt habe ich mich schon verlaufen. Jetzt weiß ich schon nicht, wo es lang geht. Klasse. Hier können wir ja drunter schwimmen. Hey, das erinnert mich irgendwie an diesen Windows-Bildschirmschoner, wo man durch so ein Labyrinth läuft. Kennt ihr das noch? Also die Jüngeren von unter euch kennen das wahrscheinlich nicht mehr, aber früher gab es so bei Windows 2000 oder so ein Bildschirmschoner, da ist man ständig durch so ein Labyrinth gelaufen und das hat sich dauernd irgendwie gedreht und immer total verwinkelt. Man ist dadurch ständig im Kreis rumgelaufen. Da könnt ihr mal googeln, wenn es euch interessiert. Also einfach bei YouTube eingeben, Maze Windows 2000, ja. an das erinnert mich das gerade. Ja, also wie gesagt, die, was schon ungefähr, was die Leute, die in meinem Alter sind, vielleicht ein bisschen älter auch, die kennen das noch. So 30er Jahre, so 30er Jahre sind langsam mehr. Die kennen das noch von früher. Ja, toll. Warum gehe ich eigentlich rein? Ich habe beim letzten schon nichts gefunden und hier werde ich wahrscheinlich auch nichts finden. Aber trotzdem ganz nice, diese Tempel. Aber ich weiß nicht, ob es hier drin was gibt. Vielleicht muss ich mal im Wiki reinschauen, wenn ich mal Lust habe. Wie gesagt, wenn ich jetzt nichts finde, ist auch kein Drama. Ich meine, so viel Wert lege ich jetzt auch nicht auf die ganzen Objekte. Ja, gut. Und hier ist ja auch der Ausgang. Dann gehen wir wieder raus. Aber ist auch mal was, auch mal ein Erlebnis, ja. So zwei Tempel gefunden. Warte, waren wir hier schon? Ach, hier geht's hoch. Oh Gott, ey. Alles so verwinkelt. Wer kennt sich da bitte schön aus? Wer hat so einen Scheiß konstruiert? Ach, was sage ich mit Scheiß? Wer hat das konstruiert? Er kennt sich keine Sau aus. Hier kann man sich super leicht verlaufen. Stell dir mal vor, wir würden nicht unter Wasser atmen können. Dann wären wir sowas von verloren. Wahrscheinlich erkundet man sowas mit einem Unterwassertrank oder keine Ahnung. Alter, ich grab mich jetzt raus. Bevor ich da herumirre. Komm an! Lass mich raus! Vermaledeiter Tempel. Eigentlich wollte man nach Hause, mein Gott, und jetzt graben wir durch irgendwelche unbekannten Tempeln herum. Aber die sehen schon nice aus. Vor allem diese zwei Tempel, ne, so ganz nah um diese Insel herum. Eigentlich wäre hier ein super Ort für eine Base. Hier auf der Spitze dieses Berges, ja. So, dann schwimmen wir zu dieser Insel zurück. Was ist hier unten? Ich dachte, unten wäre wieder so eine Struktur. Das sah mir alles so gerade aus. Nee, nee, aber es ist nur eine Klippe. Ja, gut, gehen wir nach Hause. Lagern unsere Sachen ab und dann gehen wir wieder los. Blop, blop, blop. Ach so, by the way, ich kann ja ein bisschen was erzählen. Also, ich habe diese Woche ein neues Let's Play angefangen.
zu produzieren. Ihr habt es vielleicht schon auf meinem Kanal gesehen. Pokémon Smaragd werde ich let's playen. Das startet ungefähr, ja, einen Tag nach dem Empire Earth 3 Let's Play, was ich schon fertig produziert habe. Und genau, also Smaragd Let's Play, da bin ich gerade aktueller Stand beim zweiten Orden etwa. Also ich habe da schon etwas gemacht. Und ja, wir machen das als Challenge. Wow, was ist denn das? Ist das ein Wal? Hallo, wer bist du? Nee, eine Schildkröte. Das ist eine Schildkröte. Ah! Alter, schreck mich doch nicht so. Ach, eine Schildkröte. Ach, ist das süß. Ui. Ui, ist das niedlich. Können wir auf der reiten? Komm, ich will auf die reiten. Komm an, Schildkröte. Schildi. Ich nenne dich Schildi. Komm her. Schildi. Nicht so schüchtern sein. Schildi. Okay, Schildi hat keinen Bock. Na gut, lass mal Schildi in Ruhe. Ciao, Schildi. Bis dann. Bestimmt sehen wir ihn eines Tages wieder. Dann erklettern wir mal diesen Berg hier. Vielleicht sehen wir dadurch ein bisschen mehr. Boah, hier hätten wir auch super eine Base machen können. Hier ganz oben oberhalb des Berges. So eine Art Luxusresidenz. Ja, genau hier. Ja. Und es geht wieder die Standard-Minecraft-Musik los. Ja, aber das ist echt heftig. Hier ein Tempel und hier ein Tempel. Seht ihr? Krass, die Insel der zwei Tempel. Krass, und was ist da hinten? Da ist auch irgendwie Licht. Alter. Ich glaube, ich will da hinten hin. Was ist da los? Okay, hier sind ein paar Schweine. Die können weiter da rumschweinen. Sonst noch irgendwas Besonderes? Ne, da hinten sind die Korallenriffe, da kommen wir her. Da ist glaube ich noch was. Oder ist das auch Korallenriff? Hier, da wo ungefähr der Pfeil ist. Seht ihr das? Ich glaube, ich schwimme mal hier hin und schaue, was da unten auf dem Meeresgrund ist. Und bevor ich darüber schwimme, kann sein, dass das vielleicht nur Lava ist. Geronimo! Ach, Delfine! Süß! Ui! Komm, wir schwimmen mit den Delfinen. Ui! Ui! Wo willst du denn hin? Hui, sei nicht so schüchtern. Yay. Ui. Alles klar bei dir, Kollege. Hui. Ach, das ist ja niedlich. Ich nenne dich Flipper. Einfallsreicher Name für einen Delfin. Ja, ja. Mist, wo war das jetzt? Scheiße, jetzt hat mich Flipper total aus dem Konzept gebracht. Du böser Delfin, du! Scheiße, wo war denn das jetzt? Alter. Das ist alles so geil. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wo es war. Keine Ahnung, vielleicht werden wir nie erfahren, was das ist. Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir da lang. Okay. Hey Flipper, kannst du mir sagen, wo Schätze sind? Weißt du Bescheid, wo? Komm, führ mich zu den Schätzen. Na, nicht so schüchtern sein. Führe mich zu den Schätzen. Komm, ich schwimme hinterher. Okay, da lang, ja? Ja, umkreis mich doch nicht. Er ist schüchtern. Klar, kann ich verstehen. Man sieht nicht alle Tage einen Menschen. Was sind das für Fische hier? Alter. Ich kenne die ganzen Fischarten nicht. Für mich ist das total... Alter, was ist denn das hier schon wieder? Minecraft, jetzt eskalierst du aber. Was ist das? So eine fette Unterwassergrotte.
Boah. Alter. Minecraft, ey. Was generierst du für Zeug? Krass. Also eins muss man Minecraft sagen. Erkundungen sind nicht langweilig. Das waren sie vielleicht mal in der Alpha, aber in der jetzigen Version absolut geil. So, wo sind wir jetzt denn hier? Hier ist irgend so ein Dschungel. Ich wollte eigentlich. Nee, ein Sumpf ist es. Warte, was ist da hinten? Schwimmen wir mal da lang. Sind wir eigentlich richtig? Nein, wir schwimmen komplett in die falsche Richtung. Aber egal, ich will jetzt hier. Egal, wir haben ja genug Zeit, ne? Also das hier, ich glaube, das ist wieder so ein Schiff, ne? Oh, seht ihr? Das ist auf jeden Fall nichts Natürliches. Okay, wie so ein Unterwassertempel oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Küste. Ja gut, und was ist da hinten? Alter Minecraft, was ist los mit dir? Warum sind diese Sachen nicht bei uns in der Nähe? So, was haben wir denn da? Lederjacke ist nicht so wichtig. Kohle. Ja gut, okay. Nicht so wichtige Sachen. Gehen wir weiter. Alter, was ist hier schon wieder? Minecraft, man kann es auch übertreiben, ja? Vor allem, hier ist doch nichts, oder? Oh. Das Meer spricht zu mir. Das ist der Ruf der alten Welt. Der alten Minecraft-Welt, die wir verlassen haben. Das Meer ist mit unserer alten Minecraft-Welt irgendwie miteinander verbunden. Und die schreit jetzt nach uns. Das ist der Ruf der alten Welt. Was ist hier los? Da hinten, da ist irgendwas Unnatürliches. Und hier ist überall Wüste. Alter, ich glaube, ich gehe ein bisschen zu weit weg von meiner Base. Egal, komm. Was ist da oben? Alter! Minecraft, hör auf! Was ist los mit dir? Okay, wir werden nie wieder nach Hause finden. Das war's mit Let's Play Minecraft. War schön, mit euch gespielt zu haben. Ja. Ich glaube, das ist ein neues Biom, kann es sein? Warte, was ist hier? Achso, das ist wahrscheinlich Zuckerrohr. Ich lasse mich immer von was Neuem ablenken. Okay, hier ist Lava gespawnt. Aus dieser Höhle. Ich wollte doch eigentlich nur eine Höhlenerkundung machen. Jetzt bin ich hier in der Wüste. Ich sollte echt nach Hause gehen, bevor ich noch irgendwie zu krass mich von meinem Zuhause entferne. Was machst du? So, das ist jetzt irgendein neues Biom, was ich nicht kenne. Ach ja. Und da ist eine Höhle. Super. Klasse. Bloß unser Inventar ist voll. Boah, ich dachte schon, jetzt falle ich hier runter. Boah, Alter, wie das hier aussieht. Wie sieht's denn hier aus?
Und hier ist Dschungel. Alter, Bambusdschungel. Bambusdschungel, mein Lieblingsbiom. Alter, Minecraft, jetzt hör mal auf. Kaninchen. Ach, süß. Bald ist übrigens Ostern, ne? Hallo. Hui. Süße Kaninchen. Ach, so ein süßes Kaninchen. Alter, ich weiß, ich sollte hier nicht weitergehen, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Ey, wenn ich mich weiter so verzaubern lasse von dieser Map, ne? Dann erreichen wir irgendwann mal das Ende der Karte und finden nie wieder nach Hause. Alter. Und jetzt sind wir im Dschungel. Erst waren wir im Ozean, dann in der Wüste und jetzt sind wir im Dschungel. Und da hinten ist eine Höhle. Und da hinten ist wieder Wüste. Ich sollte nach Hause gehen. Es tut mir leid, aber die Map sieht so geil aus. Aber ich muss zurück. Ich kann nicht weitergehen. Wenn ich... Warte, hier geht's eh nach Hause. Warte, hier geht's nach Hause. Echt? Okay. Ja gut, dann gehen wir hier lang. Das ist wahrscheinlich haben wir, die Erde ist ja, kreisförmig, eine Kugel. Das bedeutet, dass, wenn wir hier lang gehen, wenn wir nach Osten gehen, sind wir im Westen, ja. Christoph Kolumbus-Style. Ja gut, oh Mann, jetzt sind wir hier im, dichten, ja, das ist mein Lieblingsbiom. Warum ist das mein Lieblingsbiom? Ganz einfach, weil man hier alles erstmal, und das meine ich nicht unironisch, aber ich liebe Bambus. Weil Bambus ist super, um sich irgendwelche Stöcke machen zu können. Auf diese Weise muss man sich immer Holz sammeln, um irgendwelche Werkzeuge herzustellen. Und gerade im Dschungel, Entschuldigung, im Dschungel, wo alles so dicht bewachsen ist, da ist es so, dass man sich seinen Bauplatz erstmal erarbeiten, also frei machen muss. Und das slowt einen mit seiner Expansion etwas aus. Und auf diese Weise, auf diese Weise plant man seine Strukturen etwas mehr und sorgfältiger auch. Ah, Alter, wo kommt die Lava her? Hast du mich erschrocken? Ja, Lava mich nicht voll hier. Okay, hier ab durch. Oh Mann, hier ist überall Berg. Warte, da ist eine Melone. Haben wir schon Melonen bei uns? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme sie mal mit, aber was schmeißen wir weg? Das ist jetzt die Frage. Vier Kohle braucht man nicht wirklich. Ich habe doch gesagt, ich brauche vier Kohle nicht unbedingt. So, Alter. Alter, hier ist alles durchwachsen. Aber hier geht's irgendwie nach Hause. Auch wenn ich mich frage, wie? Wie müssen wir gelaufen sein und dass wir hier nach Hause kommen? Erzählt mir das! Ist einer von euch Kartograf und kennt sich damit aus? Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt hier nach oben. Ich muss jetzt hier nach oben. Wieso wird alles durch einen verdammten riesigen Berg blockiert? Ja, Janka, wenn du auf zerklüftet spielst, selber schuld. Entschuldigung, aber zerklüftet ihr? Ich meine, seht euch das an, wie geil das hier alles aussieht. Da spiele ich, da klimme ich gerne 10 Meter hohe Berge, wenn ich so etwas sehe, ja. Das ist, mag ich so, spiele ich Minecraft am liebsten. Es ist zwar langsam, aber dafür... Erlebt man was, ja. Das erlebt man auf der Standard-Map nicht so krass. So, da können wir jetzt hier... Ach Gott, hey, ich will doch hier noch nach Hause. Wenn jetzt mich irgendwelche Mücken nerven, dann... Ha, dann gehe ich nach Hause. Und warte, mache ich sowieso schon.
Ja, seht ihr, ich gehe schon nach Hause, noch bevor sowas auftritt. So genervt bin ich schon. Hier ist nochmal so ein Berg. Was ist da unten? Kürbisse oder was? Ich will doch nur nach Hause. Was ist das hier alles? Wo bin ich hier gelandet? Was ist das hier? Oh, ja. Okay, wir müssen uns da jetzt irgendwie durchkämpfen. Wir könnten hier auf dem Berg entlang laufen. Da muss ich aber hier erstmal hochkommen. Kein Problem, wir haben eine Spitzhacke und eine Schaufel bei uns. So, ich grab mich jetzt hier in den Berg rein. Das mussten die Inkas auch machen. Ja, die Inkas hatten auch Probleme mit Bergen und haben sich Aushilfe geschafft. Ja, die haben irgendwelche Brücken gebaut und so. Ja, irgendwelche Trampelpfade mitten auf dem Berg. Und deswegen beneide ich die Inkas. Ich könnte das nämlich nicht. Und die haben auch teilweise Riesenstädte auf Bergen errichtet, ja. Also Props an die Inkas. Ja, um wieder auf die Projekte zurückzukommen. Also ich spiele gerade eine Challenge, ja, dass ich quasi Minecraft nur mit einem Pokémon-Typen spiele. Aber ich sage euch nicht, welcher Typ das ist, sonst würde ich euch wahrscheinlich schon vieles vorwegnehmen. Jedenfalls fängt das Let's Play so ungefähr Ende Mai, Anfang Juni an. Und ja, also bisher macht es mir schon viel Spaß. Also es ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt Empire Earth 3 spielen muss, ja. Weil da erlebt man immerhin was in Pokémon, ja. Oder in Minecraft, da erlebt man ja auch was, ja. Aber Empire Earth 3, das ist so ein Spiel, was ich nicht wieder spielen würde. Ich hab's halt nur jetzt played für meine Trilogie. Alter, hier ist überall Bambus. So, Kompass sagt, hier geht's lang. Dann gehen wir mal da lang. Hier geht's ein bisschen runter. Hier geht's wieder hoch. Hier sind wieder Melonen. Alter! Melonen! Ne, ich nehme jetzt nicht alle mit. Ich nehme nur einen Teil mit. Die können wir ja eh bei uns dann pflanzen. Okay, ein paar Schweine. Grunz, warum fressen die Schweine eigentlich nicht die Melonen? Nein, die fressen irgendwas anderes. Was ist da hinten? Ist das ein Apfel? Hö! Warum liegt da einfach so random ein Apfel rum? Das mitten im Dschungel. Gibt's im Dschungel Apfelbäume? Ach, und ne, Alter, wie groß das hier alles ist. Aber irgendwie geht's hier nach Hause. Ich bin echt gespannt, wie es hier nach Hause geht. Ey, das ist so ein Dschungel, wie man sich ihn vorstellt, ja. Alles verbergt, überall Berge. Keine Infrastruktur, überall Bäume. Vielleicht werde ich zu Tarzan und schwing mich überall herum. Warte, was ist da unten? Ich will sehen, was das ist. Gehen wir mal runter. Das interessiert mich jetzt. Also in diese Richtung quasi, ne? Okay, hier so ein Lavafluss, Alter. Der brennt hier den ganzen Dschungel ab. Was ist da unten? Da leuchtet doch auch was.
Okay, hier sind weitere Kürbisse. Da hinten, also das sieht mir irgendwie... Ist das ein Portal? Autsch! 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 Kein Problem. Okay, da brennt auf jeden Fall was. Was ist das da hinten? Sieht aus wie... Als wäre hier Satan gelandet. Uah. Kriege ich schon Höhenangst. Oder wollen wir ins Wasser springen? Das ist noch zu weit weg, um hier reinzuspringen. So geht's von hier aus. Ich weiß nicht. Warte, was ist denn das? Warte mal kurz. Ist das eine Festung? Ist es die Festung, die in das Ende führt? Okay, ich glaube, hier können wir reinspringen. 1, 2, 3 und... Alter. Gut, dann ist auf diesen Berg hoch. Okay. Nitarak, eine Kiste, Eisenklumpen, Goldbeinschutz, was? Alter, goldener Apfel. Also jetzt wird es langsam kritisch mit dem Mitnehmen von Sachen. Glück 3. Also das lassen wir links liegen, Birkensetzlinge lassen wir links liegen, Birkenstamm lassen wir links liegen. Jetzt muss ich mal radikal ein bisschen Sachen wegnehmen. Die Glückshacke. Alter. Was ist da schon wieder zurück, wenn im Metall ploppt? Eisenklumpen, das bisschen. So, jetzt gehen wir aber zurück. Alter. Warte, hä? Achso, ist nur so ein Lavablock. Da ist Lava. Und das alles mitten im Dschungel. Alter, was entdecken wir alles hier in diesem Part? Oh Mann. Erst zwei Riesentempel unter Wasser. Dann Flipper. Dann Schildi. Dann Riesendschungel. Dann eine Riesenwüste. Überall Klippen unter Wasser. Und bei uns, was ist bei uns? Eiswüste. Ah, Alter, das wäre es gewesen. Wenn ich jetzt abgestürzt wäre, Katastrophe. Alter, was ist das schon wieder? Ich will doch nur nach Hause. Warum kommt jetzt wieder sowas? Mann.
Ich laufe da jetzt außen rum. Ja, das sieht doch aus, als hätte das ein Mensch gemacht. Bestimmt waren wir hier schon mal und wissen es nicht. Ja, wahrscheinlich bin ich hier schon mal schlafgewandelt. So, hab mich eingeloggt in Minecraft eines Nachts, als ich geschlafwandelt habe und bin hier hingelaufen, ja. Das ist die einzige Erklärung. Ich hab genug von diesem Dschungel. Ich will doch nur nach Hause. Naja, gut, der Dschungel nimmt langsam ab. Ich nehm's zurück. Was ist das hier? Grunz, Grunz, hallo, süßes Schwein. Kannst du mir den Weg weisen? So, wir sollten den Part langsam beenden, aber ich will erst nach Hause gehen, bevor ich diesen Part beende. Ui, ein Papagei. Hallo Papagei. Ich kenne deine Mama, sie heißt Mama Guy. Hey, flieg doch nicht weg. Komm her. Sag etwas. Okay, sprich mir nach. Janka ist der beste Let's Player der Welt. Sag es. Sag es. Janka? Okay, fangen wir ganz einfach an. Sag Janka. Janka? Janka. Nein, das ist nicht Janka, das ist Uig. Halt, ihr Leute da hinten, halt, seid mal leise. Ich versuche ihm das Sprechen beizubringen. Jetzt fliegt doch nicht weg. Hab doch keine Angst vor diesen Leuten, die dich hier mobben. Hör nicht auf sie. Also, Janka? Ihr schaut mich nicht so an. Sag Janka. Janka. Nein, das ist nicht Janka, das ist Piep. Ach, vergiss es. Okay, ich werde nie einem Papagei das Sprechen beibringen. Auch eine Sache, die ich in meinem Leben niemals schaffen werde. Mal wieder eine Enttäuschung. ja. Oh Gott, ey, dieser Berg. Ach nö, jetzt bitte nicht sowas. Nee, komm. Ja, Regenwald. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Scheiß Regen, ey. Tja, wir machen es wieder wie die Inkas, wir graben uns durch den Berg durch. So, wie viele Spitzhacken haben wir noch? Hier haben wir noch eine. Fängt hier schon die Höhlenmusik an. Ne, jetzt regnet es wieder. Ach, frische Luft. So, jetzt bitte. Wo ist meine Bude? Ach, noch weiterer Regenwald. Alter, diese blöden Bäume.
Naja, ich hätte hier eine Feuerkugel. Damit könnte man, glaube ich, Bäume in dran setzen. Ich habe keine Ahnung, ich bin ja ein richtiger Minecraft-Noob, was das angeht. Oh. Sind das normale Bäume? Ne, das sind immer noch solche Dschungelbäume. Mann. Oh, was ist da hinten? Ist das Meer? Okay, hier wieder eine Melone. Eine Kuh. Die genießt auch die Landschaft. Keine Sorge, ich störe dich nicht. Ich gehe ja schon. Wow, halt die Mut mich an. Sagt so fast wie, verpiss dich, ich genieße gerade die Landschaft. Entschuldigung, ich bin ja schon weg. Bam, ba, da, da, da. So, hier ist Schwein. Schwein ist mir egal. Da hinten ist Wasser. Wäre, glaube ich, eine Idee, um leichter vorwärts zu kommen. Also mich würde echt interessieren, wie wir jetzt gelaufen sind. So, die Route. Alter, was ist das? Okay, hier ist Schnee. Schnee ist schon mal ein gutes Zeichen, weil wir sind an einem Schneebiom. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt ungefähr sind. Oh. So, hier lang. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme dann noch einen Minecraft-Part auf für nächste Woche. Weil wenn ich schon Lust habe auf Minecraft, was nicht oft der Fall ist, meistens muss ich mich dazu zwingen, Minecraft aufzunehmen, weil ich meistens keine Themen habe. Aber wenn man so Erkundungen macht, da, da muss man nicht so viel erzählen, ja. Deswegen kommt es mir ganz gelegen. Oh, aber hier sind auch schon schöne Höhlen hier. Okay, hier ist Lapis. Ist uns aber gerade egal. Alter, hier sind so viele Höhlen. Aber ich glaube, wir sind gleich daheim. Nein, hier will ich eigentlich nicht lang. Aber wir können ja hochschwimmen. Das ist praktisch am Wasser. Man kann Wasser quasi zum Besteigen von Bergen benutzen. Vielleicht sollte ich hier öfters solche Wasserfälle hinmachen bei so, also zum Erkunden quasi, dass wir hier leicht wieder hoch können. Ja, das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Und hier ist Kackschnee. Das kommt mir sehr bekannt vor. Okay, wir sind hier in der Nähe auf jeden Fall. Die Nadel, die tickt schon mal etwas aus. Ja gut, wir überziehen jetzt quasi, aber ich glaube, das ist euch quasi, kommt euch quasi etwas entgegen, ne? Ich glaube, die letzten Parts waren eh etwas kürzer, deswegen, ja, machen wir ein bisschen länger heute.
Schadet ja nicht, ne? Wenn ich schon mal so lustig bin mit dem Aufnehmen, dann sei euch das gegönnt. So, komm, gib mir frische Luft. Ach, hier ist Schnee. War ja klar. Okay, hier schneit's. Okay, wir sind gleich daheim. Ich spüre es. Ich kann es fühlen. Oh Gott, wie groß das hier alles ist. Oh. Scheiß Schnee. Da ist unsere Bude. Okay, also hier sind wir quasi. Alles klar. Och nee, jetzt sind wir auf dem falschen. B Oh Gott, nein. Ich will hier nicht runterlaufen. Wartet, ich habe eine Idee. So, jetzt warten wir mal, bis das Wasser hier runtergeschwappt ist. Und dann können wir das quasi als Aufzug benutzen. Oder als Abzug in dem Fall. Haha! So, und jetzt müssen wir dann irgendwie hier wieder hochkommen. Aber erstmal da lang. Okay, gut, jetzt wären wir unten. Ne, so einfach kann es gehen. Einfach ein Wassereimer, ne? Und auf diese Weise kommt man auch viel leichter wieder hoch. Alter. Alter. Was ist das hier? Alter. Ich suche hier die ganze Zeit eine Höhle und dann sehe ich sowas. Direkt nah von unserer Base. Aber Alter, ist das ein Monster. Okay, jetzt weiß ich, was wir im nächsten Part machen werden. Wir schauen uns das hier an, ja. Ich hoffe, ich finde das dann wieder. Aber das ist schon richtig heftig, ne? So, jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen. Böp, böp. Dit, 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 dit. Was ist das schon wieder? Ich wollte doch nur einen Berg hoch. Warum finde ich jetzt 1000 Höhlen? Wieso finde ich die Höhlen immer dann, wenn ich die Höhlen nicht erforschen will? Und wieso finde ich keine Höhle, wenn ich Höhlen erforschen will? Das ist doch nicht wahr. Gleich schreibe ich Microsoft an. Was soll denn der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen, ja? Warum tauchen die Höhlen immer dann auf, wenn ich sie nicht brauche? Und wieso tauchen die nie auf, wenn ich sie brauche? Mann. Bill Gates höchstpersönlich werde ich dann anschreiben. Das macht mich sauer. Jetzt hier sehe ich die. Wieso finde ich jetzt auf einmal die größten Höhlen ever? Und das so nah bei meiner Base.
Genau dann, wenn ich sie nicht brauche. Oh oh, Gewitter. Okay, bleiben wir hier. Ah, war ja klar, dass es jetzt zum Gewittern anfängt. Das ist so typisch. Wollen wir uns wieder ein Lagerfeuer machen? Haben wir die Materialien dafür? Bannervorlage. Achso, ich glaube, ich brauche zuerst ein Crafting Table. Na, ich habe sowieso kein Holz dabei. Oh! Oh! Jetzt geht's los, das gibt Blitze. Was ist das hier? Ach, das ist ein Wolf. Der versucht wieder hier das Schaf zu reißen. Und? Nein. Ich glaube, der kommt an dem Schaf nicht ran. Versteckt euch, ihr Schafe. Lasst euch nicht von den Wölfen reißen. Okay, das war wieder ein Donnern. Hoffentlich wird unsere Bude jetzt nicht getroffen. Nee, wir sind in einem ganz anderen Biom. Hoffe ich zumindest, ja. Nicht, dass unsere Bude dann brennt, wenn wir dann hier weggehen, ja. Naja, wir können uns ja hier in den Berg reingraben. Bevor wir jetzt hier nichts tun. Ja, ein bisschen Kohle. Wir haben gar keinen Platz mehr für weitere Kohle. Dieses Gedonnere. Das war ein Blitz. Haben wir nur noch eine Spitzhacke übrig. Und jetzt sind wir mitten in der Höhle, meint das Spiel. Ja, der Part, der hat jetzt ein bisschen Überlänge. Aber das macht ja nichts. Gewittert es immer noch. Ah. Okay, also das war in der Nähe.
Ich will jetzt nicht kurz vorm Ende von einem Blitz getroffen werden. Warte, was sind das für Geräusche? Okay, das war ein Blitz, aber was ist das? Das ist auch wieder ein Blitz. Aber was ist das jetzt hier? Hoffentlich nichts Ernsthaftes. Wie hoch muss ich mich noch graben? Wo bin ich jetzt bitte schön gelandet? Ich gehe mal in diese Richtung hier. Schnee. Okay. Das ist eine Höhle scheinbar. Alter, wie hoch ist dieser Berg? Wahrscheinlich grade ich mich gerade einen riesigen Berg hoch, ohne es zu wollen. Ich glaube, ich mache heute doch keinen Part mehr. Also für mich jetzt, für euch. Euch kann es egal sein, aber ich glaube, nach dieser Aufnahme ist auch für mich Schluss. Ja, dieser Part ist doch ein bisschen länger, als ich ihn haben wollte. Aber egal. Hey, wie groß ist dieser Scheißberg? Entschuldigung, aber es regt mich auf. Ich wollte doch nur nach Hause und jetzt grabe ich mich den Berg hier hoch. So, es muss doch langsam mal. Oh Mann. Worst Case, ich habe gleich die Spitzhacke verbraucht. Und ich habe kein Holz dabei. Ach Gott, die Erde, oh Mann. Ah. Ja gut, ein bisschen was habe ich noch. Da ist noch eine angefangene. Ach Gott, ich wollte doch nur. Wie groß ist dieser Berg? Da! Ach. Scheiß Gravel. Jetzt habe ich mich selber begraben. Oh, jetzt da. Kurz vorm Ende. So, wo sind wir jetzt? Kackschnee, was auch sonst. Tolle Begrüßung. So, wir sind auf unserem Spawnpunkt. Seht ihr? Alles führt im Kreis.
Oder zumindest in der Nähe unseres Spawnpunkts. Ein Gutes hat dieser Kackschnee. Er hinterlässt keine Blöcke. Boah, hier ist alles voller Kackschnee. Da, alles voller Scheißschnee. Kann ich jetzt bitte in meine Base gehen, ohne dass irgendwas... Nein, 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 nix. So, da ist unsere Base, nicht mehr weit. Fast geschafft. Ist nur noch hier runter. Alter, das alles haben wir uns jetzt hochgegraben. Are you fucking kidding me? So, jetzt Heimat. Jetzt bloß nicht die Brücke runterfallen. Und da sind auch lauter Höhlen. Warum bin ich nicht in so eine reingegangen? Naja. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, wo die große Höhle war, die ich jetzt erkunden wollte. Naja. Die wird man schon wieder finden. Oder auch nicht. Naja, ich glaube, ich fange dann an, hier diese kleinen Höhlen anzuschauen. Irgendwas wird man schon finden. So, Heimat. Willkommen in Blitzbergen, ja. Okay. Gut, also. Erstmal unseren Scheiß reinlagern. Und zwar alles einfach rein. Hauptsache weg mit dem Mist. So. Gut, dann mache ich Schluss für heute und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Euer Janka. Ciao.